hier zum ersten und einzigen Video der Gamescom, was nicht geschnitten ist, ist es auch der letzte Part, der dazu kommt. Denn heute möchte ich die 4 Tüten zeigen, jeweils in den 4 Tagen, was ich bekomme. Aber am ersten Tag war ich bei World War 3. Ist, würde ich sagen, Battlefield 2.0. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Erstmal so das Uninteressante, ich habe hier eine Zeitung. Die habe ich mitgenommen. Auch ein besonderes Eintrittskarte und natürlich auch die Gamescom aktuell vom Mittwoch. So, und dann kommen wir natürlich schon zu den besonderen Sachen. Ich habe ein T-Shirt von World War 3, genau das gleiche, was hier drauf steht, in der Größe 11, so wie es auch sein soll, sollte auch passen. Gefällt mir. Dann war ich natürlich Battlefield, also was haben wir hier noch? Concrete Blade. Ein geiles Spiel. Liebe ich. Finde ich richtig geil, Computerspiel. Ich habe hier noch einen Code, den ich eingeben kann. Bis zum 25.09. Ist also noch ein kleines bisschen Zeit. Den muss ich noch eingeben. Dazu noch von EA hier ein Equest, also Origin Equest oder wie sich das ausspricht. Muss ich auch noch gucken, dann haben wir hier natürlich noch von Battlefield was. Sehr, sehr geiles. Battlefield war das erste Spiel, wo ich hingegangen bin. Da bin ich wirklich hingerannt, um das zu gucken. Hier haben wir ein Morse-Code-Erkennungsmarke. Ein Code. Und eine Hundemarke. Die ich aber gerade nicht abbekomme, oder ist das geklebt? Ja. Wie gesagt, dieses Video wird nicht geschnitten. Scheißegal wie lange oder sonst was das dauert. Ich bin ab morgen schon wieder bei meinen Eltern. Deswegen. Ja. Also passend tut es mir sicherlich nicht, aber wir haben hier. Wobei das eigentlich auch geht, also ja. Aber anscheinend nicht. Doch. Na, probieren wir es mal. Das ist geil. Das wird jetzt hier noch eingeklippt. Das Video gerade doch zu schneiden. Aber das habe ich jetzt nicht alles einberechnet. Ja. Also würde man dann so reinbekommen und dann eben hier die Hundemarke tragen. Schön sieht es aus. Immer mal wieder so reinheften. Das kommt natürlich alles noch bis nach Görlitz, wenn es zu meinen Eltern, mit den Kumpel zu zeigen. Und dann natürlich ein Plakat, da das Piraten VW, genau, von World War 3. Also, ein richtig großes Plakat. Sieht richtig, richtig hammer aus. Ich weiß nicht, ob man das erkennt ordentlich, weil ich habe hier mit Lichtproblemen. Vielleicht, dass es bei mir schon dunkel ist. Ein paar Wölkchen davor, ich habe nicht geplant, aber wir haben ein bisschen viel. Und ich habe das jetzt noch Zeit bis um 8, bis ich wieder arbeiten muss. Deswegen, so, das war natürlich der Tag Nummer 1. Tag Nummer 2. Ist das erste Spiel, wo ich hingerannt bin. Das war dort an diesem Tag war Spider-Man. Spider-Man PS4 Game. Das ist natürlich die Eintrittskarte hier. Jetzt brauchen wir die Zeitung, weil beide kaputt gegangen sind. Welche den Tag hatten bei Spider-Man? Da habe ich wohl was Falsches gesagt. Denn ich war bei Dying Light Red Blood angestanden. Mehr als 2 Stunden, ich glaube sogar fast 3 Stunden. Aber das war's.
eigentlich noch nicht. Ich habe noch Unterschriftskarten von Feedsmeet. Sonst war ich doch bei Spider-Man. Muss ich mal gucken, vielleicht liegt das woanders drin. Hab ich mich vertan. Denn bei oben war ich natürlich auch gewesen. Hat man Volkskarte natürlich auch gesehen. Zwei Plakate. Und dann haben wir eine Simulation. Ja gut, okay. Wollte ich nicht mehr sagen. Hier ist die Eintrittskarte drin von der Party von Seacom Crunch. Richtig, richtig, richtig geile Sache. Hat mir extrem geil gefallen. Also Halleluja. Ach genau, an dem Tag war ich Ubisoft. Und da fehlt mir die, hier habe ich das von Anno und bei Odyssey gab es noch, ist alles sicher nur nach der Generation, bei Odyssey gab es noch die, ein großes Schild dazu. Was haben wir hier? Nintendo Switch, Overboy. Habe ich nicht gespielt, haben sie mir einfach in die Hand gedrückt. Dann sagt er niemals nein. Also, wieso auch, ist die Frage. Wo ich gerade hier das von oben sehe, die hatten so verdammt viele T-Shirts und alles noch gehabt. Also, das war verrückt. Die haben am Ende nochmal rausgehauen, Pizmeet und sowas. Und hier auch noch von. Sieht mir vor Horner. Eigentlich mein Highlight am dritten Tag, also nicht nur eigentlich, das war nach Anno ist das mein Highlight gewesen. Ein Spiel, wir waren zu viert, haben gestürmt und nicht gesaved. Es war Englisch gesprochen, aber Leute, es war ein hammer geiles Gefühl. Es war richtig, richtig geil das Ganze. Ich brauche dazu für mich nicht mehr sagen, aber das war schon richtig sexy. Ja, dann kommen wir schon zur letzten Tasche. Ich beeile mich, wie gesagt, damit ich das Video schneller nach fertig bekomme. Da bin ich natürlich noch in meiner Runden gegangen. Hier haben wir noch eine Flagge von Skulls and Bones. Genau, das habe ich ja an dem Tag, am letzten Tag gespielt, weil man stand immer 3 Stunden an. Und an dem Tag bin ich eben gleich hingerannt, damit ich ja frühzeitig hinkomme. Und Skulls and Bones Xbox gespielt. Auch mein Highlight, also Skulls and Bones, richtig geil. Du hast dich mit Leuten an deinem Tisch verbunden auf den Server, damit du überhaupt klarkommst, damit du das alles schaffst. Ich habe mich auch hier dafür zum Early Access angemeldet. Horner war richtig geil, Anno war richtig geil. Der Landwirtschaftssimulator, da habe ich noch was. Das habe ich natürlich vergessen jetzt auf die Schnelle. Denn erstmal habe ich Kuivo. Das Ganze ist ein kleines bisschen verbogen schon. Da, der Transport ist natürlich nicht der beste gewesen. Dann haben wir einen Bundeswehrstift. Die Bundeswehr habt ihr ja auch in meinem Video gesehen, war auch da. Wir haben Ticket, wir haben Battlegrounds Sticker, sind das. Und von Pubgin und von Ohm ist das Zeichen auch. Weiß man das alles nicht erkennt, wie gesagt, ich habe hier ein paar kleine Lichtprobleme. Dann haben wir das, was drin war. Ein Omen Challenge Player Unknown Battleground T-Shirts. Dann haben wir ein T-Shirt. Das haben sie auch dann umgereicht, weil es einfach zu viel wurde. GTX.
komme alles noch zu meinen Eltern, das wird noch quatschen. Dann haben wir hier eine kleine Tasche mit einem Ventilator drin. Die Tasche hat aber leider schon in zwei Schläge abgekommen. Das habe ich bekommen, wo ich dort war und diesen Überschlag-Dings gemacht habe. So. Das ist der Ventilator. Ich habe ihn noch nie ausprobiert. Das werden wir jetzt mal schnell machen. Wenn ich schon versuche, den Ionemakel dran zu machen und das nicht hinkriege, dann machen wir einfach das hier. Dann kriegen wir einfach schöne Zellen dazu. Das sind bestimmt gut, kann ich mir vorstellen. Und ich würde nur noch interessieren, wie ich das ganze Ding anbekomme. So, was ist deine Tüte? Das ist gleich ausgetragen. Also manche, die hängen ja noch hier unten. Ach, das ist Plastik. Naja. Also, es ist schon okay. Was haben wir denn noch so schön? Die Tasche natürlich jetzt von oben. Dann, damit ich ja mal bei der Bundeswehr anfangen kann, habe ich mir so einen Karrierebuch mitgenommen. Letzter Tag war doch ein bisschen voller, als ich dachte, das ist eine große. Die Zeitung vom letzten Tag. Dann habe ich hier zwei Omen-Anhänger. Hier solche für eine Postele. Gefangen habe ich dann endlich bei World of Warships und World of Tanks einmal die Emden 10x MTG 20 Camouflage, ein MT 20 Flak, ein Premium, einmal 7 Tage Premium Day und ein Portslot. Gibt es hier und hier gibt es den Panzer KPFW 3 aus K, keine Ahnung welcher das ist. Das ist mir auch eigentlich scheißegal. Er wird jemals besser sein als die Panzer, die ich jetzt habe. Da müssen wir auch mal wieder zocken. Dann machen wir hier jeweils Bändchen von Crunch noch und das Gamescom Bändchen. Tomb Raider drauf. Und dann haben wir noch ein World of Tanks. Flaschen. Na, das hätte ich früher gebraucht im Hotel. Mein Bierchen zu öffnen. Und eine Sache, wo ich extrem geschrien habe, ich habe ein T-Shirt von World of Tanks. Ich habe lange dazu. Das war dann am Ende. Es ist richtig, dass ich habe das T-Shirt. Also das war für mich, war es ein, ja, ihr habt das glaube ich im Video schon gesehen gestern. Es war ein geiles Ding. Ich habe natürlich, wie gesagt, noch eine Sache. Das Ding kommt hier rüber, es war am ersten Tag. Es war ein Einständchen gewesen. Und natürlich habe ich natürlich, wie gesagt, von Farming Simulator was. Und darauf bin ich extrem stolz, Farming Simulator. Es war auch ein richtig, richtig geiles Spiel gewesen. Hat mir extremst gut gefallen auch. Viel angezockt habe ich also nicht. Ich habe mir die Präsentation angeschaut. Gespielt habe ich trotzdem. Und das ist geil. Die Map ist riesig. Die Pferde hätte man auch rauslassen können, 5000 um zu reiten. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze wird mit diesem Multiplayer. Wo man gegeneinander bzw. miteinander spielt. Das wird nochmal so eine kleine anstrengende, interessante Sache. Werde ich mir jedenfalls vorbestellen. Wie gesagt, einige Spiele, die sind auf der Liste. Spider-Man aber auch. Ich finde aber die Zeitung nicht. Da gab es eine extra Spider-Man-Zeitung. Die finde ich gerade nicht. Das ist ein bisschen schade. Aber Leute,
Moments nicht ganz so verrückt. Es war einfach geil. Ob ich nächstes reinfahre, sage ich mal, ich bin interessiert hinzufahren. Die Frage ist bloß, was kommt da an Spielen? Lohnt es sich dahin zu gehen? Oder lohnt es sich nicht? Hallo, hier habe ich noch rein. Ab. Die Sachen können die eigentlich draußen lassen. Damit ich das alles eingebe am Computer. Wenn ich ja daran denke. Wir haben noch uns mehr. Ja, also es ist keine große Ausbeute. Ich finde aber die Tasche von Razer, von Razer richtig nice. Razer ist schön. Ich finde es gut. Die Leute zu schön. Ich gehe auch einen Mutlen, will ich nicht zu. Also, was haben wir hier noch? Das Ticket vom Samstag. Gut, also. Nice. Kommt alles noch mit zu meinen Eltern. Zum Durchwaschen, zum Angeben. Und mit den Plakaten habe ich auch was vor. Wird das mal erfordert, was ich damit vorhabe. Battlefield 5 habe ich jetzt auch schon sehr, sehr vieles Positives gelesen und muss sagen, zu Recht. Also die Map, die wir angespielt haben, das Ganze, das war schon geil. Du kannst Mauern aufbauen mit kleinen Barrikaden. Habe ich nicht gemacht. Ich war auch der Leader, aber ich wusste die Taste für den Anruf nicht. Du kannst bestimmte Anrufe machen, um bestimmte Sachen zu bekommen. Und jetzt die Hundemarke dran. Also Flächenangriff, Bombenangriff, sowas. Da kannst du dann überall anrufen. Aber ich wusste das nicht, ich habe alles durchgegeben, aber ich hätte auch nachfragen können, aber es ist mir zu spät aufgefallen in den letzten paar Minuten, wo dann einer mal einen Angriff gemacht hat. Und ich so, scheiße. Wir hätten dann trotzdem gewonnen. Also das war, ich habe am PC und nicht an der Konsole gespielt. So, Leute, das war's. Es war nur eine kurze Vorstellung an Karls Weser. Oder so gut wie an, ja doch an. Ich habe hier Lust, das jetzt zu schneiden, das muss hoch. Wenn ihr natürlich mich auf der Gamescom gesehen habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mal einen Daumen nach oben lässt, beziehungsweise das schreibt, weil einen Daumen oben lassen heißt ja, das Video gefällt einem. Dann denkt man so, oh, 300 Leute haben mich gesehen, obwohl keine Person mich gesehen hat. Es war schon besser als letztes Jahr, muss man, letztes Mal, wo ich auf Kunststyle gewartet habe, wo ich mir gedacht habe, ja, das Spiel, da habe ich